damit herzlich willkommen zu Shark Attack. Nein, Depp. Das war was anderes. Aber genau, es ist ähnlich. Depp. Es ist sehr ähnlich und wir gehen hier als Haie rein. So. Ich kann jetzt hier meinen Hai wählen. Es gibt verschiedene Haie bei Depp. Genau, es gibt auch einen Marco-Hai. Da ist er, der Marco. Sieht ein bisschen aus wie Marco. Was? Diese vorstehenden Zähne, diese grünen Augen. Dieses Lächeln, ne? Ein Lächeln, das besticht. Es gibt den großen weißen Hai. Es gibt einen Tigerhai. Der Tiger. Weißen habt ihr gar nicht gesehen. Hier ist der weiße Hai. Das ist der Hammerhai. Ich sehe gerade, die Zeit ist gleich um. Den Bullenhai. Ja, den nehme ich, denke ich mal, auch. Und ich nehme den Dreschhai. Klein, flink, schnell. Und macht sie alle fertig. Zack. Ja, das ist das Skillsystem. Da kommen wir aber gleich noch wahrscheinlich zu. Unsere Tauchkompanen sind in unserem Fall jetzt... Nicht unsere Kompanen. Eben. Und nicht mal echt. Das ist ein Bots. Das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann hier auch gegen Bots spielen. Spielmodus. Blut und Gold. Genau. Es geht darum, die Taucher müssen eben... so viel Gold wie möglich bergen und dann wieder Heide zurückkommen. Heile. Schon der erste Wortwitz drin, ey. Unfassbar. Das ging schnell. Ja. So, jetzt bin ich raus. Ich wollte gerade sagen. Ja, und die Haie haben halt den Auftrag. Den Auftrag, ja. Vom Hai-Oberbots. Bots. Richtig. Alle Taucher auszulöschen. Und das, ja, dieses Gerät, was man jetzt hier mittig sieht, auch zu zerstören. Ja. Oh. Das war's mit dem Julian. Skillen kann ich mich noch nicht genügend Punkte. Ich komme mal wieder. Oh, ich liebe diese Welt. Ach ja, ich wollte gerade sagen, ich fliege mal. Ja. Da können wir nämlich zusammen rein. Oh, schön ist, man kann hier auch richtig schön high spielen. An einer Oberfläche lang. Man kann ja auch ganz viele Sachen kaputt machen. Oh, Mist. Das war nicht so gut. Ich würde sagen, wir gehen rein. Warte, kann ich mal durch den durch gucken? Ja. Ich würde sagen, jetzt. Mist, ich habe verfehlt. Aber jetzt habe ich. Ah, ich habe mir den einen gleich mit nach draußen geholt. Mist. Ah, sie haben mich. Ich hole mir eine Robbe. Und ich schwimme erstmal voll gegen eine Wand. So, und jetzt kann man hier auch noch so ein bisschen skillen. Ich weiß nicht, wir haben noch nicht alle Skills freigeschaltet, aber ein bisschen was zumindest. Toll! Ich werde erstmal meine Fähigkeit ein bisschen ausbauen. Oh. Ja, ich habe auch noch nicht genug Punkte, um Fähigkeiten auszubauen. Oh, zerrissen. Ha, das lief ganz gut. Was, das Blut? Ja. Scheiße, scheiße, raus, raus, scheiße. Das wollte ich nicht. Ich bin gerade nur am Sterben. Was ist denn los hier? Was ist denn da los? Ich hole mir mal doppeltes Tempo. Ja. Kann ich länger... Ich habe hier schon mal eine Wand angefixt. Das ist gut. Ich versuche die ganze Zeit hier durchzukommen. Einfach wirklich mit einem Sprung und dann auf der anderen Seite wieder raus. Und wollen wir rein? Ja, ich würde sagen jetzt. Verdammt. Oh, und ich bin nicht aus dem Fenster rausgekommen. Der hat überlebt, der Taucher. Der hat überlebt, Nein. der Taucher. Oh Mann. Es ist doch wohl nicht wahr. Wo bist du? Da hinten. Ja, ich komme. Das Blöde an dem Bullenhai ist, der ist natürlich ein bisschen fetter und auch nicht so wendig. Hält dafür aber mehr aus. Das ist der Nachteil bei mir. Ich bin... Nein, ich bin daneben geschwommen. Ich will mal eben... Habe ich jetzt einen? Nee, das war eine Robbe. Oh, aber noch entkommen. Sehr gut. Ah, ich habe sogar zwei erwischt. Wie das denn? Oh, Entschuldigung. Hey. Entschuldigung. Und oben... das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Da sieht man auch, wie viele Tickets man noch hat, sozusagen. Wie viele Wiedereinstiegstickets man hat. Die kleinen Zahlen haben jetzt noch 23. Wir haben noch 24.
Aber leider ist das Gerät auch schon halb fertig. Stimmt. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir sind zu vorsichtig. Sputnik! Zack. Der war gut. Der war gut. Ich würde auch sagen, gleich rein. Mist, verfehlt. Zu fett. Scheiße! Aber ich habe noch einen mitgerissen. Nein, den habe ich nicht mehr. Verdammt. Ich skill mal Blutung. Das heißt, wenn ich die Viecher... Oh ja, diese grausamen... Hey, die sind in unserem Gebiet. Ja, ist wirklich so. Diese grausamen Biester. Scheiße, irgendwie raus! Nein! Oh, das war nicht gut. Nein. Das war nicht gut. Nein. Scheiße. Nuno. Ah, die haben jetzt auch schon fette Sturmgewehre. Er muss auch sagen, wir haben die... wir haben die KI jetzt auch gerade auf Mittel gestellt. Aber die ist schon echt im Bereich der Taucher auf Mittel ziemlich... Boah. Ja, schon grantig. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich skillen soll. Willst du mich verarschen? Ehrlich? Warte, wir müssen zusammen rein. Ja, ich weiß. Ich merke das auch. Bringt das nichts. Ich merke das auch. Ich merke das auch. So. Mit meiner Fähigkeit, wenn ich mich so ein bisschen in der Nähe von Tauchern aufhalte, dann lade ich die auf. Und wenn ich die aktiviere, dann halte ich mehr aus und teile auch mehr aus. Das ist immer ganz schön. Dann würde ich sagen, jetzt. Okay, warte. Ja, war gut. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig rein. Was? Der blutet. 100 Pro, der wird noch totbluten. Echt? Alter, ey. Ja, ha! Er ist gestorben an meiner Blutung. Ja, ich habe jetzt Blutungsschaden geskillt, das ist ganz angenehm. Mhm. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ich habe jetzt diese Schnauze geskillt. Das war, glaube ich, das ist gut hier draußen. Was? Was? Aus der Distanz? Ehrlich? Ja, die Sturmgewehre, die sind heftig. Ich glaube, ich skill den mächtigen Schwanz. Den habe ich schon. Achso. Oh, Marco. Oh ja. Was? Hm? Wo war der denn? Das ist so krank. Die wären alle drinne. Aber es macht Spaß. Das Schöne ist, dadurch, dass die KI aber auch so fordernd ist eigentlich, kann man das auch schön spielen. Gerade auch zwei Haie dann immer gegen vier Taucher. Mhm. Ich meine, deswegen sind es ja auch vier Taucher. Boah, weg. Ah, gut. Aber wir müssen uns echt sputen, weil wir haben erst die Hälfte bauen. Toll. Aber der blutet. Hai frisst Taucher. Nein! Taucher tötet, wütend und seine Ausdauerregeneration. Ich weiß manchmal nicht, was ich skillen soll. Ich gehe mal darauf. Schmerzunterdrückung wäre schön, aber es kostet zu viel. Ne? Ja, habe ich jetzt gerade geskillt. Ach so. Ja, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist für meinen Hai. Also bei meinem ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ja, aber du hast auch schon Basis. So nach dem Motto, auf Fett noch fetter aufbauen. Ist halt eine gute Idee. Ja, mein ist ja gar nicht so fett von der Zähigkeit her. Aber halt ein bisschen mehr als deine. Ich klopf mal hier an. Ja. Was? Wie schnell die mittlerweile sind, die Taucher. Ah, Sturmgewehr ist so krass. Aber der stirbt in meiner Blutung. 100 Pro, der stirbt in meiner Blutung. Bitte. Es sei denn, da ist noch ein Heilpaket. Ich hoffe nicht. Ja! Ah, super. Oh, das ist so geil. Ich gehe rein. Ich komm mit. Das Witzige ist ja bei dem Spiel, wenn man einen gepackt hat, muss man wirklich die Maus schütteln, um den Gegner zu zerfleischen. Ah, ich glaube, ich hole mir erstmal eine Robbe, bevor ich da wieder reingehe. Ah, ich würde echt gerne noch die 10 Punkte haben, da, damit ich noch mehr Zähigkeit habe. Kleine Robbe wegknuspern. Ja. Oh, das war dämlich vom... Nein! Ich würde gerade sagen, es war dämlich von der KI rauszuschwimmen. Ah, dann sind auf einmal alle draußen, ne? Ja. Oh, komm schon. Hau ab. Alter, das war viel zu knapp. Sind die schon draußen? Puh. Nee, oder? Nee. Aber der ist draußen. Das ist ihm zum Verhängnis geworden. Und mir auch. Aber der blutet. Hä?
Auf einmal war der weg. Scheiße. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Aber jetzt kann ich mir noch mehr Zähigkeit holen. Ja, aber boah, die sind jetzt geil. Auf dem Weg, nicht? Ja, wir müssen uns jetzt beeilen. Aber die haben auch nicht mehr viele Tickets. Nee, eben. Aber sobald einer noch lebt, das haben sie trotzdem gewonnen. Alter. Gegen KI zu verlieren, das wäre ziemlich peinlich. Oh, Mann. Fuck. Wir müssen uns beeilen. Scheiße. Alter. Hört auf. Ich treffe die nicht. Bin zu blöd zum Treffen. Geh weg. Nein, ich auch. Oh, das darf nicht wahr sein. Dem noch ein Ticket, aber meine einen habe ich getötet. Oh, und wir spawnen immer weiter hinten, habe ich das Gefühl. Ja, denke ich mir auch gerade. Nein, nein, nein! Der Roboter nein, der fährt schon nach oben. Nein. Ah! Ah! Scheiße. Scheiße. Ah, ärgerlich. So knapp, so knapp, so knapp, so knapp. Ja, war aber trotzdem gar nicht so schlecht. Ich meine, guck mal die Punkte an. Ist okay. Ja, wir haben uns am Anfang einfach zu viel Zeit gelassen. Das war das Problem. Zu viel erklärt, zu viel gelabert. Ja. Ja, ich glaube, wir hängen aber noch eine dran. In einer anderen Map. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und weiter geht es mit Depp. Depp. Dem Johnny. Oh, das sieht auch fantastisch aus, muss ich schon sagen. Zack. Und auf ich habe einen anderen Hai, nämlich den Hammerhead. Ja, ich habe jetzt mal passend den Mako-Hai genommen. Ein sehr, sehr flinker, schneller Hai, der aber sehr wenig aushält. Ich muss mal schauen, wie gut das geht. Ich bin gespannt, weil der spielt sich ganz anders, der Hammerhead. Der reagiert. Alter, der regeneriert nämlich Ausdauer, wenn er gegen Wände fliegt. Warum sage ich eigentlich immer fliegt? Ich sag immer, er fliegt. Komm her, Robin. Ja, in gewisser Weise fliegt er ja schon. Er fliegt durchs Wasser. Ja. Ja, also ich sterbe doch schon sehr schnell, muss ich sagen. Er muss die Spielweise ändern. Das Problem an Bots ist leider, die treffen die immer. Die spalten sich nicht so weit ab und treffen gut, ja. wo sind die denn? Ach, das habe ich mir auch gerade gefragt. Wo bin ich? Boah, das mit dem Ausdauer regenerieren durch Wänderammen muss ich nochmal üben. Verdammt. Ach, das ist eine Fähigkeit. Nee, hä? Ach so, ich muss die Fähigkeit einsetzen und dann eine Wand rammen, damit ich Ausdauer generiere. Ja. Okay. Ungewohnt. Packe ich noch mehr Tempo bei ihm rein? Könnt man mal ausprobieren. Packe ich bei mir noch mehr Zähigkeit rein? Wahrscheinlich. Ich probier's einfach mal aus. Ich glaube, ich gehe erstmal noch mehr auf Punkte sparen. Ja, und ab jetzt kann ich da rein? Sparen, dass ich die Zähigkeit bekomme. Kann ich da durch? Scheiße. Wenn du auf dem Klo sitzt. Also wenn ihr das nächste Mal auf dem Klo sitzt, dann denkt an genau diese Szene. Und dann passt auf. Diese Szene? Diese Szene. Die Zähne mit dem Hai und die Hai mit den Zähnen. Ne, ich bin gerade durch ein Abwasserrohr geschwommen, aber egal. Ach so. Das erklärt natürlich alles. Oh, da hinten hat sich einer abgespalten, ja. Weißt du nicht, wie ich da reinkomme? Verdammt. Fuck. Lass mal rein, Sprache. Und fliegt rein. Er muss schon mitmachen. Ah! Ah! Ich habe überlebt. Unglaublich. Das ist ja der Hammer. Hi. Ah, scheiße. Ah. Der fährt schon wieder weiter. Der fährt weiter. Wir sind gerade richtig kacke wieder. Ja, ich hol mir eins. Was? Nicht getroffen? Ist das dein Ernst? Ach ja. Wie heißt es so schön? Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
Ich hätte den Hai nehmen sollen, mit dem ich umgehen kann. Ja, ich auch. Schwank, 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 schwank. War da eben um einiges besser. Der wackelt so schön mit dem Schwanz. Schwank, 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 schwank. Das mache ich auch hin und wieder. Oh Gott, diese Bilder kriege ich nicht mehr. Und rein, los! Oh, der war... Ja? Hol ihn dir! Nein! Verdammt. Was? Ich wollte ihn dir aus dem Maul holen, aber der hat scheinbar noch... Du wolltest mir aufs Maul hauen? Das auch. Ich hole mir erstmal Blutung. Ich finde, Blutung ist genial. Ist wenigstens so eine Patt-Situation dann. Boah, ist der langsam. Boah, ist der schnell. Nein. Das ist so schnell weg. Ich brauche die 60 Punkte, damit der ein bisschen was einstecken kann. Ja, meiner soll, glaube ich, relativ viel einstecken können. Aber ich bin zu doof zum Spielen mit dem. Na. Mitgenommen. Ich hab eine Errungenschaft, echt der Hammer. Oh Mann. Oh, da geht's nicht lang. Oh Mann, diesmal liegen wir zurück mit den Tickets. Ja, ziemlich. Scheiße, scheiße. Mann. Was hast du gemacht? Ah, nicht getroffen. Ach. Verdammte Kacke. Ah, kaufe ich mir das? Noch mehr? Was? Alter. Ach, was? Die letzte Fähigkeit von ihm? Von seiner Grundfähigkeit? Wenn er dann Wände rammt, regeneriert er Gesundheit. Okay, das ist ja heftig. Komm schon, Robben. Ein bisschen was snacken. Irgendwie bin ich zu blöd dafür, habe ich das Gefühl mittlerweile. Ich glaube, bei ihm wäre es auch sinnig gewesen, am Anfang hätte ich mir die ganz andere Scheiße nicht geskillt. Und wäre einfach durch auf seine Fähigkeiten. Alter, das ganze Blut. Mist. Scheiße. So, ich krieg Zähigkeit. Ah, oh, schön. Hoffentlich bringt das ein bisschen was. So. Die Frage ist, was gilt denn eigentlich alles als Rammen? Boah, also ich habe nichts davon gemerkt, dass ich mehr ausgehalten habe. Dieses Sturmgewehr finde ich so krank. Oh, daneben. Nein! Ich weiß nicht, was du hier alles als, Nein! Alter, ich weiß hier nicht, was teilweise keine Ahnung, Rammen gilt. Ich verstehe es manchmal nicht. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ach so, wenn ich die Fähigkeit benutze, ist alles ein Ramm. Okay. Okay. Na gut. Langsam verstehe ich es. Leider zu spät, aber ich verstehe es. Ah, Mist. Ah, der war aber eigentlich nicht schlecht. Geh nochmal rein. Ernsthaft? Wer denn? Wer denn? Diesmal gehen uns vielleicht die Kids aus, ich weiß es nicht. Was ich immer sagen muss, die Computer, die schützen sich so unglaublich gut gegenseitig. Ja, das ist das Problem. Die geben sich richtig gute Rückendeckung. Weil die einfach nicht so blöd sind. Auch unglaublich schnell. Ah,
Ah, zwei gerissen ist okay. Weil als Taucher ist das hier auch nochmal um einiges dunkler. Also wenn man das hier als Mensch wirklich spielt, dann hat man echte Probleme mit der Sicht. Na, aber ich denke, das werden wir euch auch nochmal zeigen. Das ja. Die Taucherseite. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Also das Spiel hat doch sehr schöne Spielmodi. Also auch, das ist jetzt der sogenannte Blut- und Gold-Modus. Da geht es natürlich darum, Taucher müssen Schätze sammeln. Haie nicht. Die müssen Blut sammeln. Was? Was will ich denn jetzt respawnen? Wie viel halten die denn aus? Ich drehe am Rad? Ich drehe echt am Rad? Ja, wir haben kaum noch Tickets, verdammt. Ja. Aha, mit einer Beute plötzlich beschleunigen. Das plötzliche Beschleunigen mit Beute könnte auch ganz geil sein. Ja, ich glaube, das werde ich auch als nächstes machen. Wenn das ist immer das Problem. Du musst dir die Beute schnappen und dann schnell wieder raus eigentlich. Ja, im besten Fall schon so die Beute schnappen, dass du auf der anderen Seite gleich weg kannst. Ja, im Optimalfall. Oh, das war knapp. Alter. Warte auf mich. Ja, hol dir erstmal was zu snacken. Ich bin hier gerade in der... Ich komme hier nicht raus. Ich habe mich verfahren. Verflogen, meinst du? Ja. Genau das. Boah, mit ihm auf Robbenjagd zu gehen, ist ja der Hammer. Der ist so langsam. Oh, yes. Das war gut. Puh. Das wird auch knapp. Wir sind gleich schon wieder am Ziel. Ja, wie beim letzten Mal. Ach, ist auch egal jetzt. Kommen wir mit runter. So, wollen wir? Einen weggesnackt. Wollen wir? Ja. Dann jetzt. Da ist gerade einer auf Abwägen, den hole ich mir... Willst Nein, du mich verarschen? Nein! Einer könnte sich jetzt nur noch regenerieren. Oh, ich kann nicht mehr. Nee, ich kann nicht mehr. Okay. Verdammt. Ah. Oh, Blutung. Hey, Blutung hat noch was gerissen. Was? Wie schnell dieses Gewehr einen töten kann. Alter. Oh, verdammt. Es ist so krank. Es ist so krank. Ja, das war auf jeden Fall die erste Aufnahme von Depp. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden es aber nochmal irgendwie machen, oder? Ja, mit Sicherheit. Ach, und auch auf jeden Fall mal von Seiten der Taucher. Ja, und vielleicht auch nochmal einen anderen Spielmodus. Es gibt auch richtig schöne Spielmodi, die man auch schön, ja, spannend machen kann. Ja, das stimmt. Bin mal gespannt. Und dann würde ich sagen, der war schlecht, der war richtig schlecht. Ich habe den erst gar nicht gerafft, wie du gesagt hast. Den habe ich auch erst gar nicht geplant. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Alles Beste.